Keine Gemeinschaft wird überdauern, die mit Blut genährt wird. Sie wird einen Hunger entwickeln, der sie eines Tages sich selbst verschlingen lässt. Nilaidan Finkenfahn, Legionär an den Diensten des selbsternannten Tribuns von Kuslikum. Malugin Kuramon, kurz vor der ersten Dämonenschlacht. Die maraskanischen Wälder stelle man sich am besten wie ein Land vor, in dessen Besitz 4000 Könige gleichzeitig erbittert kämpfen. Jeder von ihnen hat mächtige Heerscharen aufgeboten. Menschen gelten nicht als kriegsführende Partei. Sie sind nur für die Provianteure und Marketenderinnen von Interesse. Magister Maijan Demeran um 800 Bosporans Fall. Veritas, Artes, Feminin, Wahrheit. Theologisch, Praios auch, die reine, von keinem Makel der Lüge oder des Zweifels befleckte Wahrheit des Göttlichen. Siehe auch Veritas Pura. Handwörterbuch Bosbarano Gariti, Ausgabe des Sesindetempels zu Gareth, neuzeitlich. Als ihr Janan seht, ihr könnt ihn hören, lange bevor ihr ihn seht, aber ihr trittet in Kanazitianas Alchemiestube ein und ihr seht die beiden über mehrere ausgebreitete Bildbände, Zeichen, gezeichnete Bücher gebeugt und eifrig im Diskutieren. Ihr hört Janan schon von der Treppe aus sagen, nun seht einmal, das kann keine Tulpe sein. Hier, der Schwung an der Seite ist doch ganz anders. Nun ja, aber wie ich das bereits sagte, wir haben wenige Zeichnungen zu Quanjonen. Magister Abelmir, der Kapitän, sprach vor kurzem von einer Zeichnung, die ich für Meister Raphim anfertigen sollte, aber Quanjonen wachsen erst seit geraumer Zeit, seit dem Jahr des Feuers, seitdem das ewige Licht verschwunden ist und daher... Oh, hallo. Als ich sie betrachtete... Kommt doch rein. Jedenfalls, als ich sie betrachtete, fing plötzlich der Boden an zu beben. Das kann doch wahrhaftig nur ein Zeichen Preyers sein. Jalan, ihr habt etwas gefunden? Ja, seht dann mal hier. Wir sind uns uneins. Kann erzählt Janas der Meinung, es sei eine ganz normale Maraskan-Tulpe. Eine ganz normale Tulpe. Die sieht nur so aus. Ich sag euch, es ist eine Quanjone. Nein, guck doch mal den Blütenstand. Das ist eindeutig eine Tulpe. Und aber schaut doch einmal hier, Jalan hält dir falsch herum ein Buch entgegen. Sieh dir dieses... Nein, Moment. Dieses? Ich finde die Seite nicht mehr. Drei Seiten zuvor. Aber dort. Da sind noch einige herausgerissen, das tut mir leid, aber ich hatte so einen Hunger. Was? Habe ich das laut gesagt? Kanizitiana, wir haben einen Schiffskoch. Ja. Er wirft gelegentlich Fußnägel in die Suppe, aber ihr solltet wirklich kein Pergament essen. Nein, das meinte ich ganz anders. Beim Thema Hunger. Wie viele haben wir es mittlerweile? Nun, die Preisscheibe ist längst untergegangen. Oh je. Nun, schaut euch nochmal die Bücher an und macht eine richtige Bestimmung diesmal. Nun, jedenfalls, Jalan, da ihr gerade von Maraskan spracht, wir sind fast da. Wie lange war ich hier? Ich kann mich nicht daran erinnern, geschlafen zu haben. Nicht so lange. Es ist ein etwas merkwürdiger äußerer Umstand, könnte man sagen. Sumus. Gewissermaßen. Wir haben wohl an einer Insel geankert, die nicht immer an der gleichen Stelle liegt. Und sie hat uns sozusagen mitgenommen. Konnte ich das aber so gelesen. Die Aufzeichnung von Harika Nikoalga. Sehr interessant. Konnte ich deshalb wohl so Haswolf bisher runterpoltern hören? Vermutlich. Aber nicht nur deswegen. Er hat eine laute Stimme. Nun, dann sollte Jilaskan auch in der Nähe sein. Ich sowieso gerne einen Preis Dank anlegen würde, werden wir das tun und wir präsentieren Ihnen diese Blume. Was ist auf Jilaskan? Wie gesagt, das Kloster und die Stadt Preis Dank. Das klingt nicht sehr maraskanisch. Ich dachte, ich hätte es euch bereits erzählt. Nun, ihr wisst es vermutlich gar nicht. Ist das diese Insel? Ganz genau. Ein Arcanum-Interdictum, eine unglaublich interessante Insel, auch wenn sie etwas unständig ist. Der Ort, an den Rohol der sogenannte Weise vor vielen hundert Jahren die Nachfahren der Priesterkaiser verbannt hat. Und
Also als der Kaiser verfügt hat, darf niemand ihrer Nachfahren die Insel mehr verlassen. Was haben die Priesterkaiser denn gemacht, dass sie verbannt worden sind? Es waren doch Kaiser, oder? Kann man Kaiser einfach so verbannen? Die Meinungen dazu gehen auseinander, aber allenthalben ist man der Ansicht, dass die Wahrheitsliebe und die Rechtssicherheit eher dem... Sie haben Menschen gehäutet und getötet. Sagen wir anderen Zwängen wich. Anderen Zwängen wie Menschen häuten und töten? Nein, das ist eine Lüge. Das ist keine Lüge, aber es ist verbotenes Wissen. Im Gegensatz zum verborgenen Wissen. Man muss beides kennen. Und dann beides voneinander trennen können. Und man sollte solches Wissen nicht herausplappern. Nun, aber... Ja. Vielleicht nun, jedenfalls war ein gewisser Teil des Volkes doch reichlich unzufrieden, inklusive natürlich dem Magier Rohal, die unter den Priesterkaisern, wie ihr euch das vorstellen könnt, nichts zu lachen hatten. Nun, das Mittelreich duldet ja auch keine Magier mehr auf seinem Thron. Ich denke, mit... Nun ja, der kirchlichen Seite ist es ganz ähnlich. Man möchte nicht mehr, dass weltliche und geistliche Macht in einer Hand sind. Ihr mögt recht haben, allerdings ist die Abfolge der Ereignisse andersherum. Dass keine Magier aus seinem Thron geduldet werden, galt es nach dem... Verzeiht, ich verabschiede mich einmal kurz. Ich weiß nicht genau, warum, aber mein Ohr fängt an zu bluten. Ich bin einmal kurz bei Irrognaden, die Titlings. Schaut euch kurz weiter. Ja, und was machen diese Nachkommen jetzt da? Die leben dort. Sie bewirtschaften das Land und sie beten zum Herrn Pius. Und einige sind immer noch der Ansicht, Buße tun zu müssen für das, für die angeblichen oder vielleicht sogar wahrhaftigen Verbrechen ihrer Vorfahren. Schau Jalan mal scharf an, aber sagt nichts dazu. Außerdem ist Pius dann natürlich die einzige Bastion des Mittelreiches, dem südlichen Perlenmeer. Ob wir es wollen oder nicht, wir müssen wohl so oder so am nächsten Port anlegen. Wir haben nicht damit gerechnet, einfach aufs offene Meer getrieben zu werden mit dieser eigenartigen Insel. Unsere Vorräte werden wohl nicht allzu lange auf dem offenen Meer ausreichen. Ja, wir wollten eigentlich die letzten Reste der Inselkette benutzen, um dort in Ruhe Nahrung und Wasser aufzunehmen. Ja, dann müssen wir wohl dahin. Und außerdem ist die Praios Akala auf Praios Dank ein Ort, den man einmal gesehen haben sollte. Ich habe gehört, das Dach sei eine ganz prächtige Glaskonstruktion. Das Arcane Interdictum, ist das so eins wie in Beilung? Ist es in der Tat. Also der Herr Paras hält seinen Schützen an über die Insel. Also dort kann ich nicht zaubern. Ihr solltet es nicht versuchen. Warum? Ich durfte in Beilung durfte ich es versuchen. Es hat nicht funktioniert. Und nun, diese Nachkommen sind vermutlich etwas strenger in ihrer Auslegung als in Beilung. Nun, Praios Wort ist Gesetz, und es herauszufordern, indem er es doch versucht, kommt der Ketzerei gleich. Wenn man die Meinung einiger Leute betrachtet. Und wie steht ihr dazu? Wenn ich ein klitzekleines Pünktchen Magie auf die Insel brächte. Die Götter helfen denen, die sich selbst helfen. Und wenn ihr tatsächlich einen Funken Magie auf die Insel bringen könnt, liegt einiges im Argen. Das würde bedeuten, dass der Herr Praios ihn seinen Schutz entzogen hat. Das klingt nicht so gut für die Insel. Nun, vermutlich wäre es dann nur noch eine Frage der Zeit, bis Helm Arfax es sich einverleibt. Oder diverse maraskanische Machtfraktionen. Oder Palingans Schergen. Oder irgendwelche Piraten. Es sei denn, unser Herr Praios macht doch einen Unterschied zwischen einem Übeltäter und Paktierer und einem Schelm wie Boltax. Nun, wenn er dabei erwischt wird, droht ihm die Progression. Wo Magie betrifft, macht Praios keinen Unterschied. Denn während sie natürlich nur ein scharfes Werkzeug ist, kann er die Intentionen derer, die es führen, natürlich nicht einsehen. Ich würde davon absehen, auf dieser Insel zu zaubern. Nun, dann muss ich wohl bei meinem zauberhaften Lächeln bleiben. Man mag dort auch keine Zwerge. Wieso? So kann man keine Zwerge mögen. Das ist unvernünftig. Wir sind eine wundervolle Spezies. Naja, Boltax, die kennen bestimmt keine Zwerge. Die kommen ja nicht runter von ihrer Insel. Ah, ich verstehe. Nun, dann muss ich mich besonders gut präsentieren, damit sie ein gutes Bild von den Zwergen haben. Es gibt natürlich Leute, die Praios Dank verlassen und im Nibelheim reisen. Es sind dann allerdings keine Nachfahren der Priesterkaiser, sondern Gläubige, die sich später dort angesiedelt haben. Wie abgeschieden ist dieser Ort? Es scheint eine Stadt zu geben und doch kommt es mir ein wenig wie
Nun ja, ein entlegenes Kloster in den Bergen vor, wo sich die Leute zur Meditation zurückziehen. Denkt ihr, sie wissen, dass das heilige Licht verschwunden ist? Selbstverständlich werden sie es wissen. Ihr habt doch die Quanions-Questenden gesehen. Sie haben sicherlich, wie sie uns berichteten, in Jiraskan Halt gemacht. Nun, ansonsten, es ist ein Hafenstädtchen, das es dort gibt. Es gibt noch mehrere Kloster und Dörfer über die Insel verstreut, wenn ich mich nicht irre. Der Rest ist gnädigerweise nicht der maraskanischen Wildnis angleichbar. Was dann auch bedeutet, dass die Insel gnädigerweise selbstversorgend ist und keine Nachschubkonvois aus dem Mittelreich erforderlich sind. Wir sollten uns nur kurz auf dieser Insel aufhalten und so bald wie möglich weitersegeln. Nun, ich würde mir genau höchstens 2 Tage Zeit nehmen, um die Sakrale aufzusuchen. Und vielleicht dann das ein oder andere Grabmal zu pilgern. Wo wir da sind, wenn wir da sind, vielleicht lässt sich der ein oder andere Kapitän ausmachen, den ihr befragen könntet, wie der Stand in den umliegenden Gewässern ist. Es könnte sich auszahlen, zu wissen, wo wir die Standes der Tiefe auffinden können. Ihr könnt mal eine Alchemieprobe würfeln. Alchemie? Kann man das ableiten? Götter und Kulte plus 10. Okay, da habe ich nicht gerechnet, aber ich nehme es. Das Geschichtswissen. Das fast ein Patzer. Götter und Kulte, die Ableitung. Woltax hat auch keine Alchemie. Nee. Aber mir, du schaust dich währenddessen so ein bisschen im Laboratorium um. Fleckige Tische, vollgestellt, das kennst du schon, allerlei Tiegelchen, Döschen, Gläser, Pergamente. Auch einige Tagebücher von Mannschaftsmitgliedern, die aber noch sehr ungelesen aussehen und einfach nur zu großen Stapeln aufgereiht sind. Einige merkwürdige Apparaturen stehen unten auf dem Boden. Der Platz ist auch so ein bisschen staubig, als ob hier niemand vor letzter Zeit dann geputzt hätte. Und dann kannst du erkennen, wie auf einem Tisch am Licht der trüben Talglampe kannst du sehen, wie dort wohl ein Hesinde-Vademekum liegt, was wohl gut zerfleddert aussieht. Und dahinter noch ein Reagenzgläschen, wo sich ein kleiner Schatten bewegt. Denkt ihr, bringt der Mannschaft Schreiben bei, damit er dann ihre Tagebücher lesen kann? Ich würde mal unauffällig zu diesem Elixier hinzugehen und mal das mir einmal anzuschauen. Ich würde es ihm zutrauen, Jalan. Was auch immer er da getan hat, er hat den Schatten einer Schlange in ein Reagenzglas gesperrt. Die Schlange dazu selber siehst du nicht, aber der Schatten befindet sich wohl in diesem kleinen Tiegelchen, oben zugekorkt. Was tut ihr da, Abelmir? Auch nichts. Ich probiere es unauffällig, wieder Elixier hinzustellen, hinter diesen Bücherstapeln. Mach das doch nicht unordentlich. Nein. Wenn er sonst am Ende, ich weiß nicht, Marastengift in euren Heiltrank rührt, seid ihr schuld. Nun, ich bin sehr erfahren in solchen Dingen und ich öffne nichts ungesehen und unbefragt. Ja, Zulang, du weißt auf alle Fälle nicht, was das da für ein Reagenzgläschen ist, aber dir fällt auch das Vademekum auf, was da vor Abim auf dem Tisch liegt. Was tut er denn mit dem Vademekum? Ich vermute lesen. Hier. Ich schlag's mal auf. Schiebt den Tiegel weiter hinten. Das sieht ja, aber sehr ist zerlesen ein aus. Normales Vademekum, teilweise kommentiert, aber dir fällt auch auf, dass große Teile entfernt worden sind. Du bist dir nicht ganz sicher, inwiefern man ein solches kleines Büchlein zerreißen darf, aber du überfliegst es und dir fällt auf, dass wohl die sakrosankten Relikte fehlen, also all das, was der Kirche heilig ist, fehlt wohl die Seite und noch einige andere, vor allem die Andachten. Andere Sachen sind wiederum kommentiert. Das ist merkwürdig. Wir kennen ja mittlerweile seinen Fimmel, alles chronologisch zu ordnen. Aber was gibt es denn? Deswegen trennt er die Seiten heraus, denke ich. Aber was gibt es denn bei einem Vademekum chronologisch zu ordnen? Vielleicht sortiert er sie nicht nur chronologisch, sondern auch nach... Ach, was weiß ich denn? Lass den Mann in Frieden. Nach Anfangsbuchstabe zum Beispiel. Könnt ihr vielleicht aufhören, in seinen Sachen herumzuwühlen? Na, aber das ist interessant. Vielleicht hat er das ja so bekommen. Guckt dir mal die ganze Scheiße an, die hier rumliegt. Leg das wieder hin! Das sieht sehr interessant aus. Guck mal,
Das ist ein ungeöffneter Brief. Jetzt reicht es aber. Legt, gebt das hier. Raus mit euch. Alle raus mit euch. Schuh, schuh. Ein Moment. Die dann aus der sowieso schon vollen Kabine. Einen Moment. Ich schiebe alle außer Abel mir aus der sowieso schon viel zu vollen Kabine dann mit mehr oder minder viel Gewalt hinaus. Sulamini legt das Buch nieder. Denn sie hat schon ein bisschen ein schlechtes Gewissen, in Kanizidianas Sachen rumzuschnüffeln. Und dann schlägt hinter euch auch schon die Tür ins Schloss. Boltax nicht. Boltax hat den Brief auch weiterhin. Gib das her! Ich kann sowieso nicht verstehen, wie Kanizidiana die ganze Zeit hier in diesem Labor verbringen kann. Und er schläft ja sogar hier. Der Geruch. Boltax, wenn du mir nicht gleich diesen Zettel gibst, setze dich auf ein hohes Regal und nimm dich nicht wieder runter. Soll das eine Drohung sein? Ich schnappe irgendwie halbherzig nach diesem Papier. Ja, ich lasse es dir dann. Wo lag der denn überhaupt? Egal, leg ihn halt auf die erstbeste freie Stelle. Wenn er eine solche zu finden ist, sonst klemme ich ihn halt irgendwie zwischen zwei Flaschen oder zwischen die Retorte und den Calcinator oder wo auch immer. Ich schiebe mich mal in die Kabine gegenüber, wo Nitya und Etilius sind. Ja, da kannst du gerade sehen, wie Kanizidiana auf einem der Betten sitzt und Etilius ihm gerade in das Ohr schaut. Ist das euch wieder besser, Kanizidiana? Ja, ich weiß nicht genau. Ich habe etwas Kopfschmerzen, aber es geht schon. Ihr solltet das ernst nehmen. Das war keine Metapher mit dem Ohrbluten. Nicht, dass ihr das falsch versteht, das kam mir gerade eben noch in den Sinn. Weil das kann ja auch eine Metapher sein, aber das war es nicht. Also, man kennt ja Nasenbluten, aber aus den Ohren bluten? Ist doch hier irgendein Tier hineingekrochen oder so? Nein, ich habe keine Ratten bei mir, falls ihr das meint. Oder andere. Nein, mein Laboratorium ist sauber. Das hatte ich auch nicht angenommen. Aber nun gut, wir warten draußen. Ja, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ich bin der Meinung, dass es... Ich weiß zwar nicht, woher dieses Blut kommt, aber es sieht nicht tief aus. Hat sich auch schon wieder beruhigt. Ja, kann ich etwas für euch tun? Ist irgendjemand verletzt? Ich habe die anderen dann rausgeschoben auch. Nein, alles gut, Nitya. Eure Salbe gegen die Brandblasen hat wunderbar geholfen. Ja, ich könnte noch etwas davon vertragen. Mich hat es auf der Insel dann doch etwas mehr mitgenommen. Ja, ich hole euch noch gleich ein Partikelchen. Moment. Oh, vielen Dank. Ja, Captain. Schließ die Tür. Ja, hat gerade schon 60 gemacht. Lehnt sich da so ein bisschen gegen, halb erschöpft. Könnt ihr das glauben? Ja, bei Boltax schon. Was wollen wir Ihnen erzählen über den wahren Ursprung der Verbannung? Ich weiß nicht, was du meinst. Ihr wart im Garten mit dabei, nicht wahr? Ihr erinnert euch an die 6 Märtyrer? Die Heiligen, meint ihr? 8? Wie auch immer. Diese Zeloten, die jetzt auch mal Dinge erzählt haben. Ihr wart doch dabei und ihr wisst um die Ursprünge. Was wirklich passierte? Was wollen wir Ihnen erzählen? Am besten so wenig wie möglich, schlage ich vor. Aber mir ist weiß nicht, wovon du sprichst. Muss ich wirklich ins Detail gehen? Entweder du drückst dich klarer aus oder du hörst auf, diesen verschwörerischen Ton anzuschlagen. Ihr wisst selber, was wir... Warte, ich oder er? Nee, aber mir. Eins. Bestätigt. Unten im Keller war Yalan gar nicht. Das war nur Rafim. Yalan hat es nie erfahren. Aber er war doch in dem alten Praios-Tempel, oder? Im Der Noralexakrala war er nicht. Das war der letzte Raum, wo ihr die goldenen Statuen und das Buch... Yalan ist derweil durch den Bandstrahlerturm gekommen. Yalan war zwar im Bandstrahlerturm unten und unter der Taverne, unter der Arena, unter der Karinor-Villa bei dem Friedhof mit diesem alten einsturzgefährdeten Gebäude, mit diesem Raben, wo ihm die Hand weggepickt worden ist. All das hat er gesehen. Aber den letzten verbliebenen Hinweis mit dem... Mit den Priesterkaisern, die Verbindung der 8 Märtyrer, der Sturz von Helahoras, all das weiß er nicht. Alles klar, dann habe ich gerade genau gemacht. Entschuldigung. Spuckt es jedenfalls aus, Abelmir. Was hat es mit diesen Statuen auf sich? Wir haben sie doch zerschlagen. Ja. Und seitdem hat sich von diesen seltsamen Predigern auch keiner mehr blicken lassen, so wie ich höre. Ja, zum Glück. Also? Nun, wie soll ich sagen? Die Geschichte
und ihre Deutung ist manchmal etwas zweideutig, fehlerhaft, wird im Laufe der Zeit geändert. Es gibt Umstände, die die Verbannung der Priesterkaiser rechtfertigen. Sicherlich, man hört doch so einiges. Aber wollt ihr mir jetzt hier eine Geschichtslektion erteilen oder etwas sagen? Nun, vielleicht ist es besser, wenn ich nichts sage. Aber mir? Ja, ist es besser. Glaubt mir, vertraut mir einfach in dieser Sache. Sagt, ich würde jetzt mal dieses Fläschchen rausgreifen und hier im Stapel. Oh, jetzt fang du nicht auch schon wieder an. Was treibt dieser Alchemist hier eigentlich? Seht einmal, ich reiche Jana dieses Elixier. Ich rieche einfach. Die ist offen? Nein, die ist zu. Ja, dann halte ich es nur irgendwie gegens Licht. Denke einen Moment lang drüber nach. Und es ist blau. Was erwartest du? Seht ihr nicht den Schatten einer Schlange? Wenn man es so hält, vielleicht. Was treibt dieser Alchemist hier unten? Alchemie? Nun, das ist keine Alchemie. So viel kann ich euch versichern. Wir sollten ein ernsthaftes Gespräch mit ihm führen. Warum tust du das nicht? Schließlich habe ich hier nicht unbedingt ein Bein, auf dem ich stehen könnte. Nun gut. Wir sollten ihn im Auge behalten. Er verhält sich seltsam. Er ist Papier. Wer tut das? Er zerstört Vanimicum. Wir haben schon Leute mit seltsameren Angewohnheiten kennengelernt und er macht sehr gute Arbeit, Abelmir. Nun, das erhebt ihn nicht über jeden Verdacht. Das ist wahr. Wachsamkeit hat sich noch immer ausgezahlt. Nur, ich bitte einfach nur, versuch ihn nicht vor den Kopf zu stoßen. Was machen wir ihn, wenn er ein Agent des Feindes ist? Da gibt es nicht viel zu beraten, oder? Er muss fort. Müsste. Gut, da sind wir uns also einig. Das ist verständlich doch, aber... Unauffällig. Das wäre doch sehr unwahrscheinlich. Er hat sich bislang sehr gut gemacht und wäre sehr hilfreich. Nun ja. Ich halte ihm eine gewisse, nun, Extravaganz zugute. Angesichts seiner Berufswahl, aber... Wo kommt der Mann eigentlich her? Wir haben ihn in Zorgern aufgegabelt. Richtig. Aber wo kommt er her? Denn ich wollte gerade sagen, typisch Horasia, und dann fiel mir ein, dass ich gar nicht weiß, woher er ist. Ich weiß es auch nicht. Ich habe ihn nie gefragt. Warum laden wir ihn nicht zum Abendessen ein? Halt für ein nettes Gespräch mit ihm, Eine gute Idee. Lass ihn vielleicht einmal etwas servieren, wo keine Fußnägel reingeschnitten wurden. Gut. Heute Abend wäre ein guter Zeitpunkt, denke ich. Hervorragend. Wie gesagt, dann kocht halt. Gut. Und damit tritt die Alan ab. Aber mir kannst du dich noch ein letztes Mal umblicken. Dein Blick fällt wieder auf das aufgeschlagene Vademecum. Die Sage der Erzheiligen Kaniset. Vor vielen Jahren, gegen Ende der dunklen Zeiten, lebte ein Mädchen mit dem Namen Kaniset. Sie war von der Göttin mit Weisheit gesegnet und dürstete danach, jegliches ihr noch verborgene Wissen zu ergründen. Der Rest der Seite fehlt. Seltsam. Schlag das Buch wieder zu und schieb's auf den Stapel wieder zurück. Und wurde dann auch diesen Raum verlassen. Ja, derweil die anderen. Zudamin hat sich verabschiedet und ist in der kleinen Sakristei. Was tun die anderen im Flur? Ja, ich lasse mich verarzten. Oh, ja. Noch ein bisschen Salbe. Genau. Das fühlt sich gut an. Also mehr hilft nicht immer. Mehr hilft doch. Nicht immer. Nein, viel nein. Hilft viel, von das nichts kommt das nichts. Muss und was weg ist, ist Boltax. Weg. Meister Boltax, ich weiß, dass ihr genug Geld habt, um genug Salben zu kaufen. Aber ich sage euch hier und jetzt, mehr hilft nicht mehr. Lasst es einziehen, lasst eure Finger davon, sonst gibt sich die ein. Oh, die riechen aber schon sehr gut. Hört auf, diese daran Salben. Zu lecken. Ist das Orangenaroma? Als würde ich mit einem kleinen Kind sprechen. So, jetzt raus. Gut. Ah. Ja, schieb dich nicht ja wieder nach draußen mit ihren alten Jahren, aber doch sehr bestimmt. Nun, Rafim,
Wir haben jetzt diese tollen Klingen. Was meinst du? Sie werden uns sicherlich irgendwann einmal Großes bringen. Weil Klingen bringen. Oh, den habe ich nicht verstanden. Ach, nicht so schlimm. Was machen wir jetzt eigentlich dann in dieser Priesterstadt? Wir nehmen einfach nur Wasser auf und verpissen uns wieder, oder wie? Ja, denke. So würde ich es machen, wenn es nach mir gehen würde, aber ich glaube, der 1O hatte andere Pläne. Er wollte doch diese Kloster noch besuchen, oder was er gesagt hat. Ja, kann er ja machen. Ja, ich denke, das ist einfach das Ziel, das er sich gewünscht hat. Boltax wollte nach Sorak, Abelmir nach Brabak und so weiter. Und nun ja, Jalans Wunsch war es immer, Chilaskan zu besuchen. Ah, ich verstehe. Nun gut, dann werde ich wohl als Zwergendiplomat auftreten. Na, wenn Sie bisher noch kaum Zwerge kennengelernt haben, dann ist das eine wunderbare Möglichkeit, den Horizont der Chilaskaner zu erweitern. Nun, wenn Sie euch nicht mögen, dann ist Ihnen wirklich nicht zu helfen. Aha, das stimmt. Ja, du kannst ihnen was über Pilze zeigen, über die Armbrust. Ja, ja, ich kann ihnen Geschichte von der Armbrust erzählen. Das ist eine gute Idee. Ich habe da schon ein paar Pläne. Kannst mir gerne helfen, Rafim. Ja, ich weiß eh noch nicht, was ich da soll. Ja, wir stellen uns auf den Marktplatz oder den Hauptplatz und dann veranstalten wir ein kleines Feuerwerk. Dermaßen. Nicht wirklich. Ich darf ja nicht zaubern. Aber wir beantworten Fragen und halten Vorträge. Es wird eine Art Symposium. Oh, ihr wollt einen blutigen Mob anführen. Ein sehr guter Vorschlag. Das bleibt abzuwarten. Naja, vielleicht bietet sich ja die Gelegenheit. Richtig. Einen treuhandgefälligen Mob, meint ihr? Warum nicht? Das eine schließt das andere ja nicht aus. Ja. Durchaus nicht, aber ich denke, auf dieser Insel wäre ein preisgefälliger Mob sicher am leichtesten zu bekommen. Ja, vermutlich. Wir müssen mal schauen, wann sind die denn mal fertig da mit eurem Gespräch, Jalan? Na ja, dann öffnet dann gerade die Tür, lässt sie auch hinter sich auf, glaube ich, und blickt euch etwas ernervt an. Was denn? War ja, gerade auf dem Weg. Maraskan-Experte. Müssen wir noch irgendwas wissen, bevor wir auf deine priesterkaiserliche Nuralexakralen Insel gehen? Zum einen müsst ihr wissen, dass die Priesterkaiser Nuralexakrale in Garret steht. Zum zweiten müsst ihr wissen, dass das Leben schön ist, Bruder, Schwester. Will euch gerade von Bord werfen. Zum dritten, und diese die Information, nach der du eigentlich suchst, denke ich, solltest du wissen, dass Parastang und seine Umlande nicht sehr maraskanisch geprägt sind. Wir sollten zurechtkommen. Wunderbar. Hasse Maraskan. Pass vielleicht trotzdem nicht allzu buntes an? Dass dieser Rat einmal von dir kommt, schon irgendwie lustig. Na, dann blick dich einen Moment lang an, als wüsste er nicht, was du meinst. Und geht dann mit einem Schnauben Richtung Küche davon.